Heute geht es darum, Waschmittel kostenlos zu bekommen und selber zu machen, ohne auf diese ganzen Chemie-Sachen zurückgreifen zu müssen. Ich habe das jetzt zum zweiten Mal gemacht, also dieses Mal ist jetzt das zweite Mal und ich werde euch einfach mal mitnehmen. Also ich habe ja erstmal 6 Kastanien gesammelt, die könnt ihr trocknen, damit ihr halt für den Winter genug habt. Ihr müsst nur zusehen, dass sie nicht übereinander liegen und dass sie möglichst atmen können, also auf keinen Materialien, wo jetzt irgendwie Plastik oder Metall oder so ist, wo die halt nicht so ausdunsten können. Und ihr müsst darauf achten, dass sie dann keinen Schimmel haben. Jo, diese sind noch relativ frisch. Die habe ich letzte Woche gesammelt und die werde ich jetzt in ungefähr 400 Milliliter Wasser geben und das Ganze pürieren. In den Kastanien sind Saponine, mein Garmin, Saponine enthalten und diese Saponine sorgen dafür, dass die Wäsche halt sauber wird. So, jetzt gucken wir mal, wie das aussieht nach dem Pürieren. Das wäre dann der pürierte Zustand. So ein weißes Zeugs halt. Und jetzt werde ich das durch ein Tuch sieben und dann mit in die Wäsche tun. So, mal schauen, ob ich das auch filmen kann. Also darunter steht jetzt ein Glas. Und jo. Genau, dann kommt da so eine weiße Milch raus. Und wir sieben jetzt halt das Grobe ab, dass wir nur die Milch haben. So wie bei Pflanzenmilch machen auch. So sieht das Ganze dann aus. Und das wird dann einfach mit ins Waschmaschinenfach gegeben und ist dann ja Ersatz für das Waschmittel. Und das ist das, was überbleibt. Das ist halt ne, das feste Zeugs. Und ich habe gehört, man kann das nochmal aufgießen. Ich habe es allerdings noch nicht probiert. Also ja, müsst ihr mal gucken. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, einfach drunter posten oder selber googeln. Und ja, vielleicht ist das ja auch was für euch. Kostenloses Waschmittel. Ciao!